Hallo und herzlich willkommen beim Raiffeisenclub Mountain Pioneers. Okay, ich höre eh schon auf zum Quatschen. Schmeißen wir uns einfach ins Geschehen. Es ist jetzt ein Tag nach dem Raiffeisenclub Mountain Pioneers Jam und ich habe jetzt hier den Veranstalter Alf Graf. Ja, wie war der Tag gestern für dich? Stressig? Ja, auf alle Fälle sehr stressig, aber von denen her dann okay. Also wir haben schlechtes Wetter gehabt und es waren harte Bedingungen für die Rider und für das ganze Team, aber es hat im Endeffekt ein neues Spaß. Wie ist das Ganze entstanden? Wie hat sich das entwickelt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Event zu veranstalten? Ja, wir haben angefangen vor etwa 7 Jahre. Damals sind wir selber sehr viele Contests gefahren und wir wollten einfach in Werfenweng auch einen Contest haben und einen Funpark, und so ist es einfach daraus entstanden und ist auch immer jedes Jahr größer und größer geworden. Wer kann da alle mitmachen? Muss man da Kriterien erfüllen, bestimmte? Mitmachen kann natürlich jeder, aber wenn man jetzt da einen Kicker springt und man springt 20 Meter weit, dann sollte man halt so die Könnerstufe schon mitbringen. Wie ist der Park aufgebaut? Ja, also der Free Alpi-Style Champ Park Werfenweng ist ein Slopestyle, ein typischer, also mit Rails, Boxen und 3 Kickers haben wir. Und man kann alles in der Line fahren und auch immer variieren, was man machen will. Was für Preise gab es gestern zu gewinnen? Es gab von Atomic 2 Paar Ski, ein Atomic Snowboard, dann gab es noch von Deliver viele Klamotten, von Bonfire Garnituren und von Bock natürlich auch noch so lässige Brillen. Und insgesamt hat der Preiswert 3.500 € ausgemacht. Gestern gab es ja auch eine After-Contest-Party. Wo hat die stattgefunden und warst du selber auch dabei? Ja, also stattgefunden hat sie in der Casino Rock Bar in St. Johann. Eine sehr lässige Bar, denn die haben auch eine Bühne, so konnten die Upto Monotones aus Grat spielen. Und extrem gelungen. Viele Leute, gute Stimmung, lässige Band. Wahnsinn. Let's go! Und vielen Dank an die Bergbahn Werfenweng, sehr an Betriebsleiter Peter Wettengel und natürlich das ganze Team, die immer extrem reinbutteln und das eigentlich erst möglich machen. Und natürlich auch die Sponsoren, denn ohne den wäre das natürlich auch nicht möglich. Wir haben jetzt hier den Best Boarder des Tages, den Daniel. Daniel, wie war der Tag heute für dich? Ja, also trotz der widrigen Conditions wie Schneefall und Speedproblem hat es eigentlich ziemlich gut hingehauen und ja, ich war den ganzen Tag da und Kicker haben wir getaugt, das Setup war super und hat eigentlich perfekt hingehauen. Na super, wie lange machst du denn schon mit? Also Snowboarden selber tue ich ja schon 10 Jahre oder was und das ist jetzt das zweite Mal in Serie, dass ich bei dem Contest teilnehme. Ja, grüß euch, ich bin der Stefan. Ich sage, ich bin gestern bei der Gruppe von den Kindern, bei den Freeskier mitgefahren. Das ist eigentlich super gegangen. Und nach der Contest-Party war halt auch eine lässige, super Geschichte. Ja, ich bin der Marc Kampmann, bin gestern auch mitgehupft bei den Freeskier Kindern. Einfach geil gewesen. Auf der Contest-Party, lässige Sache. Ja, und das war es eigentlich für uns. Gehen wir nochmal auf den Hupfer nochmal.